Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, bei Factorio. Beim letzten Mal haben wir hier die Silber-Zink-Batterien aufgesetzt. Die habe ich jetzt hier oben nochmal ein Radar hingepappt, weil wir ansonsten da keine Coverage hätten. Oh, hier oben ist wirklich alles außenrum. Ja, wirklich viel Platz haben wir auch nicht mehr hier gegen oben, ne? Auch da wird der Platz langsam alle und die Base ist schon ziemlich groß. Aber ich denke, das ist nicht mal wirklich groß für Angel Bobs Verhältnisse. Würde ich fast sagen. Aber gut. Heute, wir gucken einfach mal weiter. Ich habe jetzt keinen speziellen Plan. Ich denke, wir werden. Für die Dinge haben wir jetzt alles. Das haben wir ja beim letzten Mal auch noch am Ende der Episode gemacht, die Tungsten Carbide Plates. Das ist jetzt, machen wir mal das Rocket. Wir gucken uns mal das Rocket Fuel an. Weil früher oder später müssen wir das sowieso machen. Und naja, dann können wir es auch, naja, eher früher als später machen. Also jetzt. Wir brauchen Rocket Fuel Capsules. 10 Stück. Für ein Rocket Fuel brauchen wir 10. Das dauert 30 Sekunden. Wollt ihr mich veräppeln? Rocket o Oxidizer Capsules. Okay, wir brauchen. Oh Gott. Oh, meine Güte. Meine Güte. Okay, ich denke, das hier sieht einfacher aus. Nitric Acid haben wir. Dann brauchen wir Dinitrogen. Ich kann es nicht mal aussprechen. Hier, Dinitrogen-Tetroxidgas. Nitrogenmonoxidgas. Wir müssen mal gucken, wo die ganze Geschichte ist. Ich glaube, das Nitric Acid ist hier. Ja. So, da machst du das Nitrogendioxidgas. Das kommt von wo? Von hier hinten irgendwo. Du machst Nitrogendioxidgas. Aus Nitrogenmonoxidgas. Ha. Du machst Nitrogenmonoxidgas. Okay. Ich denke, das könnten wir hinkriegen. Erstmal möchte ich aber ein bisschen was an Landfill verwenden, um hier uns ein bisschen Platz zum Arbeiten zu geben. Ja, wirklich viel war das jetzt nicht. Also wirklich auf dem grünen 2 kommen wir nicht. Wie viel Landfill haben wir denn hier noch drin? Nicht mehr wirklich viel. Das hier, na, das geht. Es liegt momentan eher am Inventarplatz als an sonst was. Aber naja, es muss grundsätzlich ausreichen. Also dann gucken wir das nochmal an. Ich habe es schon wieder vergessen. Hier. Das Rocket Oxidizer Capsules. Die Dinge müssen wir machen. Dafür brauchen wir das Dinitrogen Tetroxidgas. Das Dinitrogen Tetroxidgas kommt einfach von Nitrogenmonoxidgas. Das ist einfach nur, na, es wird halbiert. Okay, das heißt, ich denke, wir machen erstmal. Sollen wir normale Chemical Plants nehmen? Ich soll vielleicht ein paar normale Chemical Plants bauen. Wir können ja jetzt die Mark 4er herstellen. Die haben einen Speed von 3,5. Die haben 2,5. Also die sind kleiner und. Sie sind kleiner und sie sind schneller. Also im Prinzip gibt es eigentlich keinen Grund, dass wir die nicht verwenden sollten. Woran fehlt's? Circuits. Circuits sind wo? Hier, oder? Ja, nehmen wir hier mal drei Stacks mit. Was fehlt jetzt? Erweiterte Circuits, also die Processing Board Dinger. Warum haben wir eigentlich Batterien im Inventar? Brauchen wir die für irgendwas? Ich weiß es nicht.
Und die Dinger können wir auch mal loswerden. Na? Wo ist der Rest? Hier oben. So, du kommst hier rein. Dann brauchen wir die eigentlich auch nicht. Genauso wie die Modulkontakte. Die behalten wir, die brauchen wir. So. Woran fehlt es jetzt wieder? Titanium. So, dann machen wir nochmal 7 davon. Ich denke. Ich denke, wir machen das. Wir können die ein bisschen näher zusammenbauen, weil die nur einen Input haben. Sollen wir das tun? Macht das Sinn? Naja, wir machen das jetzt einfach. Dinitrogen Tetroxid. Dann. Du bist das Monoxid, genau. Sehr schön, dann kommst du hier runter. Und dann brauchen wir eine Substation. Ich weiß auch nicht, ob wir das noch für irgendwie was anderes brauchen, ehrlich gesagt. Aber wir müssen so oder so die Nitric Acid hier rüber holen. Haben wir hier noch Platz? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Das heißt, ich denke, wir werden das hier unten irgendwo durchführen. Vielleicht hier. Weil warum nicht da? Also, es ist ein bisschen random, was ich tue, aber ich sehe jetzt gerade nicht, was das irgendwie was dagegen sprechen würde. Okay, ich vermute, dass das auch wieder in Chemical Plants ist. Rocket. Ja, natürlich. Okay, wir brauchen nicht so viel davon. 10 alle 4,5. Und wir produzieren hier 50, also 250 alle 2. Also wir könnten super viele davon machen. Das ist die Quintessenz davon. So, Underground Pipes fehlen. Ne, nehmen wir das erstmal wieder weg. Dann. Ich weiß halt nicht, wie viele davon wir brauchen. Gucken wir uns das nochmal an. Wir brauchen 10 für 1. Also wir brauchen viele. Wir brauchen super viele davon. Wir brauchen viel mehr von diesen Chemical Plants. Brass. Wir brauchen richtig viele Chemical Plants dafür. Ich werde 3 Platz lassen. So, jetzt müssen wir sie wieder auseinanderbauen. Und ihr macht dann bitte Rocket Oxidizer Capsules. Sehr schön. Dann machen wir das bei 2. Und die Stickstoffsäure bei 1. Wir das einfach hier so anschließen.
Nee. Wir machen das mit Underground Pipes. Etwas sauberer. Und na gut, das hier lässt sich wohl nicht verhindern. So, das läuft. Wie gesagt, wahrscheinlich brauchen wir noch mehr von diesen Chemical Plants. Warum arbeitet ihr nicht? Ja. Aber wahrscheinlich brauchen wir davon auch nicht mehr. So, dann ist die Stoffsäure. Hier. Läuft. Produziert, alle produzieren. Dann können wir das jetzt hier auf dem Belt legen. Ich werde den jetzt wirklich einfach auf die linke Seite machen, weil wir wahrscheinlich, also wir müssen das ja weiterverarbeiten. Wir müssen ja das Rocket Fuel machen und Moment mal, ich habe doch gesagt, nie inserten. So, das läuft. Sollen wir es in ein Lagerhaus packen, damit wir bereits mal vorproduzieren können? Ist das eine gescheite Idee? Erstmal würde ich sagen, wir machen das hier weiter. Schnappen uns nochmal ein bisschen was an Landfill. Ich habe hier, wie ihr seht, rechts das Ammoniak. Da habe ich auch Tanks hingebaut. So, dass wir ein bisschen was speichern können, weil wir brauchen super viel davon dann eben für den Raketentreibstoff. Und die sind alle drei voll. Sehr schön. Okay, das hier ziehen wir nochmal ein bisschen weiter, damit wir hier wirklich genügend Platz haben, um so viel davon zu bauen wie möglich. Und dann machen wir ein Warehouse. Und ich würde sagen, wir machen das dahin. Und nehmen hier ein paar Inserter. Dann läuft das. Sehr schön. Licht. Wundervoll. Hier oben auch. Damit wir das Warenhaus auch schön begutachten können. Ihr macht da jeweils zwei, ne? Na komm, wir geben euch einen roten Belt. Wir könnten theoretisch hier sogar schnellere Inserter verwenden. Weil der hier kommt wirklich fast gar nicht zum Rauslegen. Naja, es geht. Es geht. Passt schon. Ich denke, theoretisch müssen wir wahrscheinlich sogar noch einen schnelleren Belt verwenden. Probieren es mal hier mit. Weil dann kann der auch ordentlich rauslegen. Ich meine, wir können den Belt nochmal schneller machen. Aber ich denke, das wird sich jetzt erstmal. Das ist abbauen und wenn dann, wenn die alle weg sind, dann sollte das auch nicht mehr so viel sein. Sehr schön, das läuft. Dann bauen wir aber, naja, das war jetzt nur die eine Komponente für den Rocket Fuel. Das war mal die Rocket Oxidizer Capsules. Jetzt brauchen wir noch die Rocket Fuel Capsules. Und die sind, die haben es in sich. Die brauchen Dimethylamin und Hydroxyngas. Wir werden das jetzt nicht mehr in dieser Episode machen, aber ich möchte einfach nochmal kurz mein eigenes Gedächtnis auffrischen. Genau, hier brauchen wir schon, zum Beispiel schon mal Ammoniak, machen wir Green Metal Catalysts. Wir brauchen richtig viel Ammoniak. Guckt euch das mal an. 250 für ein Hydroxyngas? Nee, für 100. Und das Dimethylhydramin, das, naja.
Ja, ich denke, wir gucken uns das dann in der nächsten Episode etwas genauer an. Ich weiß auch noch nicht genau, wie wir das vom Platz her machen. Also ich denke, wir werden hier auf jeden Fall, ich werde jetzt offscreen hier noch ein bisschen den See aufschütten, so viel Landfair, wie wir zumindest haben, damit wir wirklich Platz haben, um auch ordentlich zu arbeiten. Und dann geht es hier dann in der nächsten Episode weiter mit dem Rocket Fuel. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate.